Es ist Samstagabend und Charlie ist alleine zu Hause. So wie immer, du Drecksnerd. Als er sich gerade eine leckere Dose Fact Energy aus seinem Mini-Kühlschrank nehmen wollte, machte er eine schreckliche Entdeckung. Ah, jetzt mal eine leckere Dose Fact Energy. Was? Was? Aber wie? Ich hab doch... Was? Charlie wusste zwar ganz genau, warum keine Fact Energy mehr in seinem Mini-Kühlschrank, der übrigens auch mal in der Videobeschreibung in Form des Amazon-Reflinks zu finden ist, war, aber wenn er ehrlich ist, wollte er sich das gar nicht wirklich eingestehen. Nein! Nein, das kann doch nicht. Es kann nicht, nein! Das letzte Video ist also doch schon über eine Woche her. So Leute, was geht? Mein Name ist Charlie und oh mein Gott, Charlie, was ist das für ein Spiel? Ich schwöre, ich fick ihn, Amanakoi. Fick deine... Beginnt schon mal gut. Ja, das ist die Star Wars Battlefront Beta auf der Xbox One. Die sehr, sehr treuen Abonnenten, beziehungsweise, also quasi die, die meine Videos gar nicht mehr schauen, werden wissen, dass Star Wars Battlefront 2 damals mein erster Shooter ever überhaupt war. Und wieso werde ich so gefickt von diesen Hurensöhnen? Fick dich, Junge, fick dich. Aber Star Wars Battlefront war damals mein erster Shooter auf dem PC. Ich glaube, das war so in der vierten Klasse oder so, Alter. Ich habe das damals bei einem guten Kollegen gesehen und ich schwöre, ich dachte so, wow, what the fuck ist das? Wie geil ist das? Und ich habe das Spiel damals sowas von gesucht und deswegen werde ich es mir auf jeden Fall holen. Es sieht auch extrem geil aus. Im Endeffekt ist es eigentlich sowas eher wie, Battlefield in Star Wars Look, wenn ich ehrlich bin, weil das ist ja auch von den gleichen Machern produziert worden, aber es ist extrem geil, auch wenn ich momentan immer nur aufs Maul bekomme, weil ich nun ja nicht so der gute Spieler bin. Aber ich hoffe mal, das ändert sich noch irgendwann. Also wenn es vielleicht draußen ist, zeige ich das ja vielleicht mal öfters, wenn ihr darauf Bock habt und schreibt mir das mal am besten in die Kommentare. Ansonsten wird es dann auch, wenn Black Ops, ansonsten wird natürlich auch Black Ops 3 kommen, wenn es draußen ist und ich werde gerade sowas von gefickt. Ansonsten, falls ihr gar keinen Bock auf Star Wars Battlefront habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch schreiben. Oh mein Gott, was ist denn los mit den Gegnern? Ich schwöre, da fällt das einfach OP. Gib dir das. Fick deine Mutter. 1-7. Vielleicht bin ich zum Release von Battlefront dann auch ein etwas besser in dem Spiel. Wahrscheinlich. Dass ich so scheiße bin hier in dem Spiel, kann auch vielleicht daran liegen, dass mein Setup total im Arsch ist. Mein Headset ist halb kaputt. Ich höre da nur noch ganz komischen Sound drüber und mein Controller. Warte, wollt ihr mal den Special-Effekt von meinem Controller sehen? Wartet kurz. Passt auf. Oh ja. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ist das überhaupt so? Hast du den Controller etwa kaputt gemacht oder was? Und nun ja, um auf die Frage zu antworten... Sachen passieren, die glaubt man gar nicht. 1-11. Who's the best in the game? Oh, ich habe hier gerade so einen Orbital Strike aufgesammelt. Ich guck mal, ich weiß nicht, was der macht. Ich glaube, das ist was wie ein Luftschlag, oder? Da positioniere ich mich jetzt mal hier rein. Lalilu. Kommt da jetzt was oder nicht? Oh, nein, 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 nein. Lol, habe ich den jetzt gerade geholt? Face Charlie in Battlefront Inbound. Wir stürmen jetzt mal die Enemy Base. Es ist sicher eine scheiß Idee. Okay, ich glaube, die Party wurde schon hier abgesagt. Apropos Party, ich war gestern auf einem Geburtstag. King der Überleitung. Oh, ey, dieser scheiß Controller. Und dieser Geburtstag war in einer Art alten Villa, ja? Und die eigentliche Feier war so im ersten Stock ungefähr und uns wurde gesagt, die anderen Räume sind auf jeden Fall alle verschlossen und da könnte man eh nicht rein, ja? Aber mir und ein paar Kollegen war nach einer Zeit etwas langweilig und wir dachten uns, gehen wir mal das Haus erkunden und sind so in den vierten Stock gegangen ungefähr. Darüber war noch so eine kleine Treppe, die war schon extrem dunkel, also da war gar kein Licht mehr an, sag ich mal, ja? Wenn man die Treppe noch hochgegangen ist, war da eine Tür und also zum Dachboden hin, er fickt mich, nee, komm, ich hab keinen Bock auf den. Und wir dachten uns, gehen wir mal in diese Tür zum Dachboden rein, ja? In dem Dachboden an sich auch nicht, kein Licht, kein bisschen, die ganzen Lampen, also es waren zwar, ich bin gleich tot. Also es waren zwar Lichtschalter da, aber da waren keine Lampen dran angeschlossen, ja? Und wir dachten uns, oh, what the fuck ist das für ein Scheiß, ja? Und dann sind wir da einfach kurz mal reingegangen, ja? Und ich glaube, ich habe ohne Scheiß noch nie so einen gruseligen Dachboden gesehen, Alter. Und wir haben den aber trotzdem dann noch erkundet. Ich kann euch ja so ein kleines Video gleich einfügen und ein Kollege hat einfach dazwischen einfach irgendwie ein Glas oder eine Flasche oder sowas gefunden und hat die dann umgeworfen, Alter. Ich schwöre, ich glaube, ich habe mich noch nie so heftig erschrocken, Alter, ich schwöre. Ich blende euch einfach mal kurz ein Video von der Exkursion, sag ich mal, ein. Locke Ding, da hinten, da soll man so hingehen. Wir kommen mit Zombies ja, auf. Ja, Junge, da kommt. Boah! Wenn dieses Video hier 150 Likes bekommt, gehe ich da wieder in diesen Dachboden. Mein Joke, ich hoffe mal, ich muss da nie wieder oben hin. Und dieses Video wird eh keine 150 Likes bekommen, also juckt nicht. Hey, komm jetzt, wenn wir mit denen irgendjemand. Es war so klar, dass ihr mit denen sneakt, ihr Wichser.
Mögt ihr eigentlich so Cutcoms jetzt, wie ich das jetzt in letzter Zeit mache? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Es wird jetzt vielleicht mal immer so eine Abwechslung geben, auch so Cut-Live-Commentaries und ja, so themenbasierten Commentaries. Ich werde vielleicht nächste Woche mal so ein themenbasiertes Video zum, nun ja, Werdegang auf YouTube machen, da ich das ziemlich interessant finde. Also schreibt mir das mal in die Kommentare vielleicht, ob ihr sowas sehen wollt oder ob ihr dieses vom... Ey, fick dich, Junge, ich will hier durch. Denn diese Cut-Commentaries sind sehr viel leichter zu produzieren und das kann ich momentan gerade einfach nur, da ich nächste Woche 4 Klausuren schreibe, 4. Und unter anderem auch... Mathe. Und ja, Leute, ihr fragt euch sicherlich, kann Charlie jetzt mittlerweile eigentlich Mathe? Leute, ich weiß nicht mal, wie das Thema heißt. Also bitte ich wie vor jeder Mathearbeit, dass ihr für mich betet. Oder wenn ihr ein True Oldschool Supporter seid, schreibt mal Pray for Charlie in die Kommentare. Ich blende euch das hier ein, wie das aussehen muss. Und ja, das sendet mir dann positive Energie. Und Leute, ich weiß nicht mal, wie das Thema heißt. Also bitte, bitte, ich brauche das. LOL, hab ich den... LOL, hab ich gerade echt getroffen? Ich weiß nicht mal, wie das scheiß Thema heißt, ne? Oh mein Gott, nicht, dass ich... Komm. Nein! Kenny! Oder Cuny. Nun ja, ich hoffe mal, das ganze Video hat euch hier trotzdem gefallen. Wäre mal richtig cool, wenn wir mal wieder 100 Likes drauf droppen würden. Ich meine, Leute, es sind 100 Likes. Das haben wir eigentlich jedes Mal hingekriegt, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Nein, jetzt wirklich 100 Likes mal wieder, wenn eine richtig nice Motivation für mich. Und, ja. Wow. Und ja, das war's von mir, das war's von hier. Haut rein. Ich schwöre, dieser scheiß Controller. Guckt es euch an! Was ein Hurensohn-Ding. Na komm, das war's mit dem Video. Ja, und jetzt?